Hey ho Leute, willkommen zurück zu Conker's Bad Fur Day. Hey, da ist eine Flehe, deine Maus. Arrrr, Tommy. Okay, wie ist die Steuerung? A ist nichts. Kann es sein, dass wir auf einem auf einer Hexe sind? Hm? Guck dich mal um. Ich glaube, wir sind gerade auf einem Hexenhut. Hä? Hexenhut? Ja. Ich versuche gerade die Steuerung zu kapieren. Wie fliege ich nach vorne? Hä? Okay. Sieht super interessant aus. Nicht. Hä? Aber... Hä? Rechter Stick, Woody, rechter Stick. Bin ich? Nein, er macht gar nichts. Okay. Hey. Ich kann rückwärts fliegen. B, jetzt funktioniert. Okay. Okay, nee, ist doch. Ich sah gerade aus wie nächstes so aus dem. Achso. Von oben. Okay, wir müssen jetzt also die Dorfbewohner holen und. Oder. Da werden wir merken, dass die Steuerung wirklich akzeptabel ist für das, was ich erwartet habe. Ich habe gehört, wir sind ein Vampirat. Ne, wir sind ein Fledermaus. Oh, okay. Also wird nicht ins Genick gebissen. Er hat uns ins Genick gebissen. War das sein Verrat? So eine Scheiße! Ich hab ihn erwischt. Oh nein. War so, oder? Nehme ich den jetzt mit? Ja, danke. Okay. Das sieht echt nicht schön aus. Ich verstehe nicht, wie ich den mitnehme. Ah, wahrscheinlich so. Noch da? Ne, die sind weggelaufen. Ich verstehe es nicht. Ich will es gar nicht verstehen. Hä? Ich kann ja so viel Scheiß mal schon abgesehen. Das ist Schokolade. Er schmeißt gerade mit seinem Leben in hier. Oh, ich hab ihn. In den Grinder. Mit ich hab ihm. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber. Das ist unglaublich schrecklich übrigens. Also die zu erwischen. Ja, nicht in den Grinder zu werfen, das nicht. Dann ist easy. Das sieht lecker aus, ja. Meinst du, wir müssen so viele. Dorfbewohner töten, bis er zu fett wird und da reinfällt? Nein, er ist doch nicht dämlich und hängt sich über dieses Tal auf. Nein. Ich habe noch eine Idee. Ey, auf dir ist klar, dass ich auch jeden von diesen dummen Typen speichern werde. Kann ich gar nicht nachvollziehen.
Ich verstehe es halt nicht. Ja, nimm ihn mit. Dass die Steuerung so schrecklich sein kann. Na warte, ich glaube, ich habe es gerade verstanden. Du brauchst, glaube ich, nur rüberfliegen, oder? Ja, pass auf, ich finde ich ich zeig dir gleich. Das ist einfacher macht. Trotz allem, pass auf. Wirkt die Steuerung nicht schön. Ja, es ist aber besser als alles andere bisher. Besser, wenn ich hier Erde gedrückt habe, kann es sich so in der Luft direkt drehen. Man braucht keinen halben Winkel, um sich zu drehen. Das macht es ganz wenig einfacher. Tatsächlich ist die Steuerung halt wirklich akzeptabel. Das sieht einfach nicht schön aus. Nein, es ist. Also sie könnte besser sein, ja. Wie viel brauche ich von den Typen? Alle? Ja, was ist. Was heißt das? Drei. So viel Ketchup sollte man nicht trinken. Vier. Hm? Vier würde ich brauchen. Okay. Gehen wir mal da durch. Damit du merkst den Weg zurück, okay? Okay. Ganz egal, nimm den. Wow, das ist fair. Der war scheiße gefährlich. Also war er eigentlich nicht. Wie funktioniert das jetzt? Muss ich nur neu anfangen oder? Nö. Wahrscheinlich nicht. Nicht? Er ist sogar nicht mehr fett. Ah doch. Da guck. Oder? Warum knappert er nicht einfach daran? Wenn man sich doch neu anfängt. Das wird ziemlich schwierig. Ich musste trotzdem neu. Ach, kann ich. Muss ich jetzt ernsthaft darauf achten, dass ich die schnapp, ohne Leben zu verlieren? Das ist doch dämlich. Ja, die muss neu anfangen. Wow. Du könntest natürlich auch Schokolade einsammeln, die bestimmt irgendwo ist. Ich habe bisher keine gesehen, du? Nein. Du musst halt nach welcher suchen. Okay, das heißt, wir dürfen viel laden und speichern. Das ist anstrengend. Ja, halt die Klappe. Okay, Schokolade also. Schalter. Hast du schon mal eine Fledermaus den Schalter bedienen sehen? Ja. Ja, ich auch nicht. Hey, Schokolade! Die ist gut versteckt, würde ich behaupten. Halbwegs. Boah, Kinder da draußen. Ey, Leute, das ist nicht falsch. Ich hab nichts gegen Kinder, aber. Okay, ich hab was gegen Kinder. Aber wegen mir könnt ihr auch gerne Krach machen, so ist es nicht, aber. Yes! Wenn das da draußen klingt, als würden einfach nur irgendwelche Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzen, weil die Kinder die ganze Zeit am Kreischen und am Schreien und am Brüllen sind. Wie spät ist es? 9.34 Uhr. Du meinst 21.34 Uhr? Ja. Die haben noch eine halbe Stunde. So. Ja, aber es klingt teilweise halt wirklich so, als würden sie einfach sich prügeln oder so. Sind die draußen oder im Gang? Wie du meintest. Zum Glück sind sie heute draußen. Es!
Ja, klar bounce du vom Boden ab. Das ist Gummi. So funktionieren fliegende Tiere, die können nicht einfach auf dem Boden landen. Es ist eine Gummifledermaus. Eine Fledergummimaus. Eine Gummifledermaus. Guten Onkel, Opa, Uwe, Da waren wir schon, oder? Ja. Wundervoll. Gut, das lief gut. Gehen wir da raus. Mit Opa zuerst mit seinem Kopf. Ich muss es halt jetzt wirklich nochmal sagen. Es ist gameplay-technisch trotzdem akzeptabel. Wie haben sie es geschafft, alles andere zu verkacken, aber das Fliegen funktioniert? Das Fliegen ist eigentlich das, was in den meisten Spielen nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist das Fliegen genauso gut wie in anderen Spielen. Und es wirkt einfach so viel besser. Jetzt habe ich das Kind auch gehört. Sagen, wie es nur selten zu hören ist, ist ja ganz cool. Wollte ich das Fenster nicht zumachen. Und nicht wo geht's wieder rein? Da, nein. Doch, da. Nein. Oder? Doch, klar. Oh, ach komm! Ist ja nicht schwer genug überhaupt zu erwischen. Ach komm. Die stehen auch sofort wieder auf. Schießen die sofort wieder ab. Ach, leck mich. Ah, wie wieder hier. Oh, da muss irgendein Glitch gewesen sein. Ich kann nicht doch... Fehler in der Matrix. Ich kann halt nicht mal ausweichen, weißt? Du Barrel. Wie wäre es, wenn wir alle Gegner auf dem gleichen Fleck packen? Wodurch du den Angriff nicht mehr ausweichen kannst, weil du eh nicht kommen siehst. Aber wird die bei Minute 3,45 bist du ausgewichen? Hä? Aber bei Minute 3,45 bist du ausgewichen. Kann ich nicht erinnern. Mein Ernst, wieso laufen die alle hier rum? Die wollen doch den Typen umbringen. Der ist, als ob er hier draußen ist. Ja, ist er. Ja. Yes. Ach, mir gleich hab ihn. Jetzt hier unten bleiben. Oder? Wenigstens KI hoffentlich nicht so schlauer und verfolgt mich. Weil ich bei diesen Kindern nicht verstehe. Ich wohne ja in so einem Wohnblock mit 6 Parteien und insgesamt sind 4 Wohnblöcke quasi um so einen großen Garten. Es! Und die spielen halt vor der Tür. Nicht in dem großen Garten oder sowas, sondern vor der Tür. Hä? Ich weiß übrigens nicht, wo der hin ist. Wie soll ich das denn machen? Ich kann ja nicht schneller fliegen. So für irgendeine Animation, so nach dem Motto, ey yo, beeil dich mal, oder flieg mal näher an den Boden, damit du ihn wieder aufheben kannst, oder so ein Schwachsinn. Ich kann ja mal abbouncen. Ab und zu. Du meinst, dass es zu schwer wird? Ja, sowas. Vielleicht wirklich. Es wäre auch wirklich cool, wenn das Spiel dir halt mal zumindest eine kurze Steuerungserklärung gibt. Es wäre auch cool, wenn das jetzt gezählt hätte gerade. Hat's doch. Hat es? Ich denke. Du kriegst nicht immer eine Animation. Nicht? Nein. Wir hatten vorletzt auch keine. Du kriegst halt eine, wenn du genug gebraucht hast, damit es halt... Wenn der schwer genug ist, beziehungsweise vielleicht wieder genug Blut drin ist.
gut. Irgendwie so. Ja, okay, dann. Ich dachte wirklich, das ist zu meinem. Nein, du kriegst ihn jedes Mal. Ja, dann wirst du noch ein paar brauchen. Ja, wirklich spaßig, oder? Also würden drei Dorf nicht reichen. Ja, er sagt auch schon. Oh. Oh, ich hab ihn. Bounce ab. Bounce. Vielleicht muss ich wirklich abbouncen, ja. Da flattert immer so schnell los dabei. Ich finde schön, dass der Typ sich da unten kein Stück wehrt. Oh, guck dir die an da oben! Ja, er ist schlank und rank. Kombination? Ja! Und macht mit der Wahl. Natürlich hält der letzte kleine. Das macht halt so wenig Sinn immer, ne? Alter, guck dir an! Das macht halt wirklich so wenig Sinn jedes Mal. Ist ja egal. Oh, es hängt nur noch an einem Faden. Das ist halt ein stabiler Faden. Wenn ein Faden so stabil ist, warum hast du ein ganzes Seil gemacht? Weil wenn ein Faden stabil ist, sind noch mehr Seile viel stabiler. Offensichtlich nicht, weil die anderen Fäden sind ja alle abgerissen. Nacheinander, ja. Stabil, Bruder. Erwischt? Ich hab ihn erwischt. Wenn das Arbeitsteilung ist, dann. Also das Einfaden sagt, yo, ich halte die erste halbe Stunde, dann die zweite und die dritte und danach wiederholen wir das. Dann können wir uns Halleluja! Dann ist es quasi nur eine Frage der Zeit, bis es reißt. Also jetzt sollte es einfach eine Frage der Zeit sein, ja. Aber in so einem Spiel ist immer so. Dann sieht der aus wie ein Pharao. Aber in so einem Spiel ist es halt immer. Ja, guck, es hängt nur an einem Faden. Du brauchst nur noch ein paar Dorfbewohner. Theoretisch hätte der eine gereicht. Nein, überhaupt. Nee, theoretisch hätte der schon unten fallen, nach unten fallen müssen, während du draußen warst. Ja, das ist ein Videospiel. Oh mein Gott, hast du das gesehen? Wie ein Falke! Beute gefunden, Beute. Also. Beute paralysiert, Beute gesehen, Beute mitgenommen. Beute eingepackt. Ich hoffe, das ist der letzte, hab ich keinen mehr gesehen da draußen. Quasi anvisieren, anpacken, einpacken. Oh, das war's. Das war tatsächlich jetzt ganz okay. Moment. Völlig zinn. Er ist ein Trottel. Komm, geil, flieg weg da. Oh Gott. That doesn't happen to you every day. Oh, was? Nein. Time for the double barrel boy. Hopefully for the last time. Ist der jetzt bei mir? Oh, Zombies! Ich kann noch nicht zielen! Aber du solltest zielen können. Der ist ja zumindest besser. Pass auf, ich muss B drücken. Zielen. Zielen. Dann kann ich zielen. Ich kann mich bewegen, ja, aber das funktioniert überhaupt nicht. Oh, da ist er ja. Ich finde auch schön, dass die Zombies laufen können. Verstehst? Gibst du? Damit es auch schwer genug ist. Was ist denn? Da, wo er hingehört. Keine Ahnung, wo er ist. Ich hab ihn gesehen. Oh, okay. Also, ja. Hast du gesehen? Das funktioniert nicht!
So, jetzt er hier. Also für nicht funktionieren, finde ich, funktioniert das auch schon ganz gut. Ja, auf die Steuerung spielen, einfach so zu verändern, das ist doch dämlich. Ich musste wieder hoch den Schalter aktivieren, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, hoch. Keine Nerven mit der Nerven jetzt auseinanderzusetzen. Ich weiß gar nicht, was er hat, Leute. Ich weiß es echt nicht. Willst du steuern? Nein, alles gut. Ich lasse hier den Fortschritt. Also ich speichere jetzt hier, dann beenden wir den Part. Das finde ich nicht gut. Ich finde das gruselig, das ist ein B. Okay, im nächsten Part. Nächsten Part drücken wir auf das B. Dann, da willst du gucken. Hoffe, es hat gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Genau. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Lasst euch nicht von den Fledermäusen beißen. Was, die können beißen? Keine Ahnung.